Wir sind in den Shadow-Arkaden in Düsseldorf und dort befindet sich das Theater an der Köhe. Wir sind eingeladen, der Schauspielerin Marie-Therese Rehlin exklusiv bei ihren Proben zum aktuellen Stück Ungeheuer heiß über die Schulter zu schauen. Und das werden wir jetzt mal tun. Während es draußen ungeheuer heiß ist, sind es hier unten angenehme 25 Grad. Unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen wird hier seit 3 Tagen wieder geprobt. Marie-Therese Rehlin und ich haben uns am Telefon auf Hallo. Das Du geeinigt. Grüß dich. Dankeschön für die Einladung. Sollen wir schon mal reingucken? Ah, super. Wir gehen mal rein. Bei den Proben bin ich der einzige Zuschauer. Bei der Premiere dürfen hier dann bis zu 200 Zuschauer sitzen. Und das ist die Geschichte von Ungeheuer heiß. Es geht um Lisa, gespielt von Marie-Therese Rehlin. Weil Lisa zur Personalchefin befördert wird, organisiert ihre beste Freundin eine Party im Hotel. Was dann folgt, ist die klassische Verwechslungskomödie. Ja, Gerda meinte, sie hat ihn schon mal gesehen. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ja, sie meinte, er war ein... Ich meine, er war ein... Lange fanden die Proben nur online statt. Das Team um Marie-Therese Rehlin freut sich nun wieder, auf der Bühne zu stehen. Ich habe seit März habe ich Berufsverbot. Es ist grauenhaft, ja. Und ein ganzer Industriezweig, diese Kreativwirtschaft, wurde einfach total vergessen. Ja, wir sind da irgendwie ins Abseits. Dabei, es ist nun mal, wir beliefern ja jetzt mit unserem Theater. Also viele Branchen haben was davon. Und deswegen freue ich mich wirklich drauf, wieder auf die Bühne zu kommen. Marie-Therese ist eine Schauspielerin, die sich immer reinhängt und im Team Ideen entwickelt. Nur durch ihre Ungeduld steht sie sich hin und wieder selbst im Weg, sagt auch ihr Regisseur Markus Majowski. Da kommt eine Macherin, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und als wir uns dann bei der Arbeit kennengelernt haben, war es konstruktiv, aufgeschlossen, viel fragend, viel hinterfragend, auch tüftelnd. Getüftelt ist das Stück bis in die letzte Pointe. Aber wie es ausgeht, wird trotzdem nicht verraten. Nur eines, es wird ungeheuer heiß. Ein echtes Theaterstück mit echtem Publikum, das wäre mal wieder schön. Ich werde noch ein bisschen hier sitzen bleiben und mir die Proben bis zu Ende angucken. Willst du Friedrich nicht Hallo sagen? Hallo! Ach so.